Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem König oder Herzog Hermann von Mecklenburg, dem Lüsternen und unserem Crusader Kings 2 Let's Play. Als letztes haben wir die Blattern in unserem Land gehabt. Sie kamen über Hamburg und Holstein in unser wunderschönes Land hinein. Tja, und wir haben hoffentlich rechtzeitig die Tore geschlossen. Das werden wir bald erleben. Oh, es gibt sogar schon zwei Epidemien. Die zweite Epidemie ist, wo? Es gibt ein, ach, du ahnst es nicht. Ein schleichendes Fieber. Ach, du grüne Neune. Okay, hier gibt's die Blattern. Wir haben die Tore geschlossen, damit keiner von uns stirbt. Wir haben keine Krankenhäuser, wir haben keine Gesundheitsvorsorge. Das ist nicht gut. Das sollte als allererstes unser Fokus sein. Und Geld verdienen. Das sollten wir auch. Geld verdienen sollten wir auch. Wir befinden uns im Krieg, ihr Lieben. Aber nicht wir, sondern unser Lehnsherr. König Otto befindet sich im Krieg. König Otto von Deutschland hat dem Großfürsten, ach wie bitte? Arpad-Soldat von Ungarn den Krieg erklärt, dem Ungläubigen, um ihn zur richtigen Kultur und zum richtigen Glauben zu konvertieren und eben von gewissen Dingen zu überzeugen. Können wir mal gucken. Reiche Ungarn, ah, das sind nicht, die sind nicht klein, die Ungarn. Aber das soll uns nicht interessieren. Wir liegen ganz oben weit entfernt und ich hoffe, das bleibt auch so. Dann gehen wir wieder zurück auf unsere Vasallenansicht. Das ist unser wunderschönes Mecklenburg. Wir haben die Tore geschlossen und wir sind gerade dabei, jemanden zu verführen. Und an dem Punkt würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter. Auch unser Marschall hat sich zurückgezogen. Das ist auch okay. Wie der Zufall es wollte, traf ich Bertha allein in der Küche, als sie gerade das Nachtmahl einnehmen wollte. Wir unterhielten uns und lachten miteinander bis in die Morgenstunden und ich denke, dass unsere Sympathie füreinander wächst. In der Hoffnung, sie richtig einzuschätzen, lehne ich mich vor und flüstere ihr etwas ins Ohr. Selbstverständlich ein unzüchtiges Verhalten. Wir wollen natürlich direkt drauf auf die gute Bertha und Kinder produzieren. Bertha wich zurück. Um Gottes Willen, wie konnte das passieren? Bertha wich zurück, errötete und stotterte vor dem Verschwinden eine hastige Entschuldigung. Naja, mal gucken. Die Tugend ist stark an dieser Person, aber wir werden nicht aufgeben. Euer Hofspitzel, Häuptling Narkon, hat sich zurückgezogen. Auch das ist ein gutes Recht. Die Fürsten von Deutschland haben die Einführung des Gesetzes Aberkennung von Titeln zugestimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was bedeutet denn Aberkennung von Titeln? Titelvergabe. Die Krongesetze von Königreich Deutschland gelten auch für das Herzogtum Mecklenburg. Ja, das ging ich jetzt von aus. Titel aberkennen. Ach je. Nein, wir machen das nicht. Aber sie gelten so und so, also von daher ist es wurscht. Das ist nicht schön, aber wir haben auch eigentlich keine großen Vasallen, also von daher doch fünf. Oh Gott, oh Gott. Aber noch mögen uns alle Vasallen, also auch hier keine große Aktion erforderlich. Okay. Und weiter. Oh Gott, ein Aufstand. Was ist denn hier passiert? Der Thagmas-Aufstand. Der ältere Bastard von Heinrich Thagmar hat seinen jüngeren Bruder Otto zu unserem Lehnsherrn erklärt. Für viele war es bereits offensichtlich, dass dieser sich seit einiger Zeit von seinem Bruder übergangen fühlte. Und es ist daher keine Überraschung, dass einer seiner Boten in Lübeck eintrifft. Ach, du ahnst es nicht. Nach einer langen und anstrengenden Rede fragt der Bote schließlich, ob er seinem Herrn die Nachricht zurückbringen kann,
dass wir die Rebellion beitreten. Obwohl wir uns nie besonders um Otto geschert haben, scheint dieser Zug ein wenig voreilig. Es wäre jedoch eine gute Chance, um die Autorität der sächsischen Könige zu verringern. Was uns nicht interessiert. Nein. Hermann Herzog wird unabhängig, um Gottes Willen. Nein, ich habe kein Interesse an einem Krieg. Ich habe jetzt hier also 2000 Feinde auf meiner Seite. Oh Gott. Otto, was hast du getan? Wie konnte das passieren? Deutschland, Franken, Braunschweig ist auch mit dabei. Ja, das war klar. Die waren schon immer komisch. Mann, 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 Mann. Also, lieber Otto, ich werde ja den Krieg eventuell gegen Ungarn jetzt mal beenden. Wie steht's denn hier? Naja, das sollte klappen. Österreich. Wie steht's denn in der Schlacht hier? Kann ich das sehen? Also ich würde fast sagen, das sieht nicht gut aus für uns. Ah, kann ich nicht sehen. Hier auch nicht. Na gut. An Hermann, an Herzog Hermann. Ihr und euer Haus mögen gesegnet sein. Ich möchte euch in Verbindung mit dem Titel Marschall Einsitz in meinem Rat anbieten. Ja, Herr Otto. Als Marschall? Seid ihr euch da sicher, König Otto? Oh ja, allzu viele Alternativen hat er ja nicht mehr. Ihr Lieben, gerade angefangen, zweites Video, 40 Minuten gespielt und schon unheimlich interessant. Wir werden uns hier raushalten, wir werden keine Truppen erzeugen, wir werden hier nichts machen. Wir werden das über uns ergehen lassen. Wir sind ein friedfertiges Volk in die Mecklenburger. Das Ziel meiner romantischen Pläne, Bertha, ist einfach nie in der Nähe. Na gut, Ding will Weile haben. Ist denn Bertha eigentlich mit eingesperrt? Wir sind ja hier eingesperrt aufgrund der Krankheit. Ist denn Bertha mit am Hof? Ja, ist mit drin. Na dann. Nie in der Nähe. Nur dann. Gut Ding will Weile haben. Häuptling Narkon ist an meinem Hof und Rat zurückgekehrt. Er ist wieder in der Lage, seine Pflichten als Hofspitzel auszuüben. Ja, das ist gut. Haben wir keinen Hofspitzel aktuell? Kanzler, Marschall, Kämmer, Hofspitzel, doch. Na dann. Agentennetzwerke aufbauen, Technologie studieren. Wie sieht es denn überhaupt aus mit Technologie? Das geht sehr langsam voran. Meine, da passiert ja gar nichts. Ist irgendwem, der im Bau schon auf der nächsten Stufe ist? Nein, nicht wirklich. Tja. Tja, wie die Bäcker. Wir Mecklenburger sind keine guten Forscher. Das lassen wir mal. Das ist mal leider Fakt. Gucken wir uns nochmal die Ausbreitung der Epidemien an. Eieieiei. Das schleichende Fieber, die blattern, breitet sich aus und ich hoffe, von hier hinten kommt nichts. Das können wir hier sehen. 4 Epidemien! Die Tanzwut? Was ist denn bitte eine Tanzwut? Ich hoffe, das muss man nicht wörtlich nehmen. Eine Tanzwut, ja, die hätte ich auch gern mal. Wo ist die denn? Limisol. Wo zum Henker ist denn Limisol? Scheichtum von Limisol. Ah, da, okay. Die Tanzwut. Die Tanzwut, auch bekannt als
Weitanz verbreitet sich wie rasend der Bevölkerung. Das Leiden wird eventuell auch durch eine Mutterkornvergiftung ausgelöst. Das sieht man wirklich. Also seht ihr das? Das seht ihr auch, oder? Das ist wirklich ein Tanz-Icon. Das ist ja der Wahnsinn. Es ist wirklich, diese Krankheit scheint die Leute wirklich zum Tanzen anzuregen. Also ihr Lieben, die Tanzwut, die darf gerne mal hier ausbrechen. Das ist mit Sicherheit eine interessante Sache. Was gibt's denn? Gibt es hier irgendeinen Modifikator dann? Was steht denn bei der Tanzwut? Nichts weiter. Was steht denn bei den Blattern? Steht hier irgendwas? Nicht wirklich. Besitzer Kriegsunfähigkeit minus 10%. Ja, das macht eventuell sogar Sinn. Gut. Direkte Vasallenansicht und weiter. Bürgermeister Peter, mein Kanzler, konnte die Beziehung verbessern. Ja, das ist aber gut. Das ist jetzt nicht so interessant. So. Liebesbriefe. Sehr gut. Ich habe dafür gesorgt, dass Bertha auf dem Kopfkissen einen parfümierten Liebesbrief findet, indem ich um sie werbe. Ich glaube, es funktioniert, denn auch auf meinem Kopfkissen habe ich einen Brief gefunden, in dem Bertha ihre Zuneigung bekundet. Ha! Oha! Sollen wir den Einsatz erhöhen? Schön, aber ich verlange nicht mehr. Nein, 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 nein. Selbstverständlich gehen wir den nächsten Zug an. So, und wir verfolgen hier mal den Krieg. Hier sind noch 400 Einheiten. Hier sind 3000. Ich habe dafür gesorgt, dass ich in Travemünde ein kleines Fest besuchen konnte, wo ich Bertha zur Verfügung hoffte. Doch aller Anstrengung zum Trotz war sie wenig beeindruckt. Na dann, üben wir mal weiter. Hier wird gerade die letzten Reste der österreichischen Armee vernichtet. Da sind wir bei plus 5%. Wie schaffen wir es, in einem Aufstand, in dem wir nicht kämpfen, bei plus 2% zu sein? Das machen wir gleich. 5000. Na dann. Na, da bin ich ja mal gespannt. Armee von diversen Häuptlingen, Großhäuptling, Großhäuptling. Das ist von unserem. Gut. Mal gucken. Hier oben gibt es keine Armee. Also hier wird nicht viel passieren. Wir bleiben mal hier unten. Ich vermute. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sehen kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Von Deutschland? Ne. Ich vermute, dass er nicht glücklich war mit dem Krieg gegen Ungarn und sich deswegen was abgespalten hat. Herzog Eberhard von Franken. Tankmar. Der Nachfolger ist König Otto. Das heißt, wenn wir ihn jetzt töten würden, dann wäre er automatisch der Nachfolger König Otto. Ah, wir sind ja etwas intrigant. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das machen wir mal. Ah, 36% ist nicht sehr viel. Das lassen wir mal lieber bleiben. Das lassen wir mal lieber bleiben. Okay, kümmern wir uns um unsere gute Bertha. Wie der Zufall es wollte, traf ich Bertha allein in der Küche, als sie gerade das Nachtmahl einnehmen wollte. Wir unterhielten uns und lachten miteinander bis in die Morgenstunden. Und ich denke, dass unsere Sympathien füreinander wächst. In der Hoffnung, sie richtig einzuschätzen, lehne ich mich vor und flüstere ihr etwas ins Ohr. Tja, ein Liebesgeständnis oder ein züchtiges Verhalten? Wir versuchen es mal mit dem ersten. Ich weiß genau, wie man Frauen beschwatzt. Bertha und ich haben eine süße Nacht in ihrem Bett verbracht. Ich verschwand in die Morgenstunden. Wahrscheinlich hat man am Hof nichts bemerkt. Das hoffe ich jedenfalls. Sehr gut, ich kam, sah und siegte.
Liebt sie, verlasst sie? Nein, um Gottes Willen. Sie soll selbstverständlich unsere Geliebte werden. Sehr gut. Toll. Unsere erste Geliebte. Schön. Die Bertha. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir endlich mal mit dem Poppen, also ich meine mit dem Kinderkriegen anfangen. Das geht ja gar nicht. Ursula, Kurtisane von Mecklenburg. Ursula verführen. Nächste. Man kann nie genug Frauen haben. Wie alt ist die Ursula eigentlich? 17. Oh, das passt. Ach Gott, das wären ja mal mehr. Armee von Estragom. Ach, herrjemine. 6.400 Mann. Mein lieber Otto von Deutschland, ich weiß ja nicht, ob du dir dafür nicht ein bisschen zu viel zugemutet hast. Da kommen auch nochmal 1.300. Und da kommen auch nochmal knapp 1.000. Tja, mit diesen 4.000 hat es geklappt. Irgendwas hat Otto falsch gemacht. Aber das soll nicht unser Problem sein. 4 Epidemien, unser Reich wird von einer heimgesucht. Ach, jetzt sind wir schon im ganzen Reich verbreitet. Also wie ihr seht, wir müssen unbedingt als allererstes hier ein Krankenhaus bauen. Deswegen gehen wir jetzt mal zu Lübeck. Als allererstes ein neues Hospital bauen. Hospitäler können in allen Grafschaften unter eurer Kontrolle zum Preis von 96,3 Goldstücken gebaut werden. Sie verbessern den Krankheitswiderstand einer Grafschaft und reduzieren so die Chance von Ausbreitung von Epidemien. Wie sieht das denn hier aus? Ja. Das machen wir. Und dann müssen wir unbedingt in den Baufortschritt investieren, wenn das irgendwann möglich wird. So, ab zu unserer Verführung. Nach einer ausgezeichneten Behandlung durch Siegmund geht's Bertha schon viel besser. Dafür sollte er doch gepriesen werden. Was? Siegmund, unser Hofarzt. Erlangt 10 Prestige. Einen Moment. Pietät. Bringt uns nix. Boah. Kein Geld. Keine Pietät. Keine Prestige. Das ist richtig erfolgreich, was wir hier machen. Ich habe dafür gesorgt, dass ich in Travemünde ein kleines Fest besuchen konnte, wo ich Ursula zur Verfügung hoffte. Doch aller Anstrengung zum Trotz war sie wenig beeindruckt. Na gut. Dann üben wir mal weiter. König Otto von Deutschland hat den Titel Herzogtum Chamierwe erschaffen. Jo, na dann. -5%. Mensch, Otto, was machst du denn da? Das wirst du nicht gewinnen. Und hier werden auch noch deine Leute belagert. Ah. Mann. Okay. Verführung in der Wildnis. Ich besuche ein Fest mit Ursula, doch leider ist fast die ganze Hofgesellschaft ebenfalls hier und ich habe keine Gelegenheit, mit meiner süßen Beute alleine zu sein. Nach Verbündeten im Kreis ihrer Freunde suchen? Nein, wir treffen uns natürlich unten am Fluss, Liebe. Liebesgeständnis oder unzüchtiges Verhalten. Ursula Kurtisan. So, dazu müssen wir uns die Gute erstmal angucken, was sie auf dem Kasten hat. Sie ist gemäßigt, zufrieden, geduldig. Ich würde vermuten, dass wir mit dem Liebesgeständnis weiterkommen. Ah. Mist. Ursula wich zurück. Er rötete und stotterte vor dem Verschwinden. Eine hastige, es tut mir leid. Entschuldigung. Aber wir werden es weiter versuchen. Wir geben nicht auf. Wir werden unsere Ursula kriegen.
Und wir sehen immer mehr, das entwickelt sich zu einer richtigen Epidemie. Gott, oh Gott, oh Gott. Ein berühmter Schreiber bietet an, eure Familienchronik zu verfassen. Jo. Also Prestige plus 05 oder Pietät plus 1? Prestige habe ich genug, eigentlich brauche ich Pietät. Durch religiösen Eifer plus 1, plus 0, 63, Abtrünnige jagen, Bildung. Tja, ich würde sagen, wir machen das. Okay, und weiter. Ah, wir gucken uns erstmal unsere Nachrichten an. Euer Hofkaplan Abt Dieter hat sich nach Holstein zurückgezogen. Ja, das passt schon. Euer Kanzler hat sich nach Lübeck zurückgezogen, auch klar. Die Epidemien werden immer schlimmer. Das ist ja der Hammer. Also in Hamburg wurde es, hat das angefangen. Ah, hier unten. Ist in Holstein ausgebrochen. Oh Gott! Holstein, wir sind schuld! Ach, ihr ahnt es nicht. Wir sind schuld an den Blattern. Unser Land. Das kann doch nicht sein. Da müssen wir was gegen tun in Zukunft. Aber nicht jetzt. Jetzt kommen von hier oben auch noch welche. Armee von Alois. Armee von Halsdan Skagargen. Das ist die Skagen. Ach du. Es nicht. Die Skagen. Kommt er hierher? Aha. 1700. Scheint so, als hat er Verbündete gerufen. Sieht's hier aus? 6000 gegen 3000. Schwere Infanterie. Plus 3, minus 30, plus 30. Ist ja, aber ich glaube nicht, dass wir ein 1 zu 2 ausgleichen können. Warum nicht? Ich verstehe es nicht, warum der hier rumsteht. Ganz ehrlich. Wieso greift er in diese mordsmäßige Schlacht, um der es ja anscheinend um alles geht, nicht ein? Ich werde die KI, ich werde die KI nie verstehen. Na gut. Krieg ist nicht unser Ding. Kümmern wir uns um unsere geliebte Ursula. Ich besuche ein Fest mit Ursula, doch leider ist fast die ganze Hofgesellschaft ebenfalls hier. Und ich habe keine Gelegenheit, mit meiner süßen Beute allein zu sein. Das hatten wir doch schon mal. Wir treffen uns selbstverständlich am Fluss. Dieses Mal wollen wir direkt auf drauf. Ha! Tja, das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass unsere gute Ursula tatsächlich eine ist, die sich direkt bespringen lässt. Aber. Lasst unsere Liebe wachsen. Gucken wir uns das mal an. Und? Beziehung? Na, sehr schön. Bertha von Horns. Und unsere gute Ursula. Und die Herzogin Jutta. Schön. Und? Gibt es bereits ein Kind? Nein, immer noch nicht. Hermann, was ist los? Bertha und seine Frau, Entschuldigung, sollten hinter dem verschlossenen Tor sein. Was ist da los? Mann, 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 Mann. Unsere Tore sind offen? Warum? Nein, wir sind unsere Tore offen. Das gibt's doch nicht. Na, hoffentlich passiert dir nichts. Abt Dieter ließ mich versprechen, ich würde ihn ordentlich begraben und mein Versprechen halten. Ich lief neben seinem Sarg zu Ar
Abt Dieters letzter Ruhestätte um die Wehklagen der Trauernden waren für mich kaum zu ertragen. Er starb zu jung. Monatliche Pietät. Diplomatie plus 1. Ja, so machen wir das. Das passt. Aber wieso zum Henker kann ich ihn nicht hinter Schloss und Riegel bringen? Die Eigenschaft paranoid. Wie bitte? Unser ganzes Land steht einer tödlichen Seuche gegenüber? Und er will sich nicht einschließen lassen? Oh, gut. Auf seine Verantwortung. Dann wasch dir mal schön die Hände. Die Schwindsucht. Aha. Unser Vater ist an Krebs gestorben. Oh Gott. Abt Dieter ist nicht mehr Hofkaplan. Das habe ich übersehen. Unser Geistlicher ist gestorben. Siegmund, Hofarzt von Mecklenburg. Hohe Bildung. Ob das jetzt Geistlicher zusammenpasst? Wir nehmen ihn. Alle eingeschlossen. Willst du dich jetzt gefälligst mal einschließen lassen? Nein. Was soll denn das? Lässt ihn nicht einschließen. Ich fasse es nicht. Gehe ich irgendwelchen Aktivitäten nach? Drei Kriege? Otto, was ist los zum Henker? Das ist schon der dritte Krieg, Otto. Was soll das? Ach, du ahnst es nicht. Ihr Lieben, vielleicht haben wir uns auch dem Falschen angeschlossen. Wir werden sehen. Und hiermit schließe ich die zweite Folge. Ich finde das unheimlich interessant. Unser Charakter möchte sich nicht hinter Schloss und Riegel einschließen lassen, um diese tödliche Seuche zu überstehen. Wir haben zwei Geliebte und eine Ehefrau. Wir haben einen Krieg auf Leben und Tod gegen den Großfürsten von Ungarn und einen Aufstand seines Bruders Dankmar, die deutsche Revolte. Und dann haben wir jetzt auch noch hier oben den König Ring, der gegen uns ist und auch noch gegen uns Krieg führt. Tja. Das wird spannend. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut, bis dahin.